Katzen. Das Lieblingstier der Europäer. Allein in Deutschland leben 12 Millionen. Viele von ihnen hier in Weimar. In der Dämmerung erwachen Raubtierinstinkte in den Schmusetieren. Sie geben ihren Haltern Rätsel auf. Was treibt die Katzen an? Wohin gehen sie? Wie leben sie, wenn sie das Haus verlassen? Die Bauhaus-Universität in Weimar. Zentral gelegen an der Schnittstelle zwischen Park und Stadt. Verhaltenstierärztin Dunja Thiessen-Mussa aus Hannover ist angereist, um ein Experiment vorzubereiten. Sie will die Wege ausgewählter Katzen in Weimar nonstop verfolgen. Speziell für Katzen designte Halsbänder sind die Basis ihrer Untersuchungsmethode. Zum Glück muss man heute nicht mehr hinter den Katzen herlaufen. Es gibt mittlerweile ziemlich komfortable und auch sehr leichte GPS-Halsbänder. Und solche Halsbänder kriegen die Katzen um. Die müssen sich erst ein paar Tage dran gewöhnen, damit sie dann hoffentlich sich auch normal verhalten und die normalen Wege gehen und nicht vor Schreck, oh, ich habe da was um, nur zu Hause sitzen. Aber wenn die daran gewöhnt sind, gehen die raus wie sonst auch. Die GPS-Sender müssen klein und leistungsstark sein. 5 Tage lang sollen sie ununterbrochen die genauen Positionen senden. In diesem Experiment beobachte ich Katzen, die von Leuten zu Hause gehalten werden, aber auch Freilauf haben. Und beobachte, wo diese Katzen entlanglaufen. Und das Ganze findet in Weimar statt. In Weimar, weil Weimar eine recht grüne Stadt ist. Und es von Weimar heißt, dass die Katzendichte dort sehr hoch ist. Und es gibt im deutschsprachigen Raum zumindest auch nicht wirklich viele Untersuchungen dazu. Zunächst lädt die Verhaltensforscherin Tierhalter ein, die alle wissen wollen, was ihre Katzen tun, sobald sie ihr Zuhause verlassen. Bevor das Experiment beginnt, will sie prüfen, ob die Tiere fit genug sind. Dann binden Sie gleich einmal das Halsband um. Mhm. Das binden Sie so vom Hals. Ja. Legen es dann hier oben zu. Okay. Das machen Sie natürlich idealerweise zu Hause in Ruhe. Okay, das probieren wir dann noch mal. Auch einen ersten Eindruck von Charakter und Verhalten der Katzen will die Forscherin gewinnen. Wie würden Sie ihn ganz allgemein beschreiben? Also wir hatten noch nie so eine anhängliche Katze. Früher ist er regelrecht gesprungen auf ihren Schoß. Das kann er nur nicht mehr. Jetzt muss er sich hochhangeln. Na ja, wenn man so alt ist, kann man auch nicht mehr auf den Stuhl springen. Man sieht da schon sehr schön ein zerfleddertes Ohr. Ja, da hat er gekämpft. Früher hat er sich schon immer mal geschlagen. Er hat hier rechts einen sehr dicken Lymphknoten. Das heißt, da ist irgendein Entzündungsherd im Gange gewesen. Zehn Tiere wählt Thiessen-Mussa aus. Alte, junge, Kater, Katzen, Scheue, Freche. Einzelkatzen, aber auch Gruppentiere. Bringen die drei auch mal Mäuse oder Vögel mit nach Hause? Ja, alles. Zur Genüge. Ja. Alles. Was denn noch aus dem Mäuse? Vögel weniger, das haben wir auch haben wir eigentlich untersagt. Oh. Halten sich nicht ganz dran, aber Mäuse jede Menge. Also das waren, im letzten Jahr waren es hochgerechnet bestimmt 50, 60 Mäuse. Kann man ja schon ahnen, dass da irgendwelche andere Sachen draußen passieren. Das ist schon spannend zu wissen, was sie drinnen machen, was sie draußen machen. Ja. So, sehr entspannt aus. Entspannt.
entspannt lachen. Das ist nicht ganz so einfach. Wir wohnen hier gleich gegenüber und die Katzen kennen hier das ganze Gelände und sehr gut. Okay. Uli. Ernie. Tschüss. 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 Die Eingewöhnungsphase beginnt. Mit Leckereien machen es die Halter ihren Tieren leicht, sich an das Tragen eines Halsbands zu gewöhnen. Die Katzen verbinden das GPS-Band mit einer Belohnung, testen es auf Alltagstauglichkeit und lernen schnell, dass sie sich frei bewegen können. Im Notfall öffnet sich das Band an einem Sicherheitsverschluss. Ein paar Katzen sind so entspannt im Umgang mit der Technik, dass sie auch einige Wegstrecken mit einer speziell entwickelten Katzenkamera dokumentieren können. Die Welt aus Katzensicht. Die Bilder ergänzen die GPS-Daten mit Eindrücken aus dem Alltag der Katzen. Eine Perspektive, die auch für die Verhaltensforscherin neu ist. Der Park an der Ilm mitten in der Stadt Weimar markiert den Kern des Untersuchungsgebiets. Rund um diesen Park in den angrenzenden Stadtvierteln hat die Verhaltensforscherin die Katzenhalter und außerdem einen Kollegen gefunden, der ihr mit seiner Ortskenntnis helfen wird. Tierarzt Axel Peukert kennt sowohl die Stadt Weimar als auch einige der Katzen bereits als Patienten. Oft ist er im nahegelegenen Park unterwegs. Die Ilm teilt den Park in einen Ost- und Westteil. Ausgedehnte Wiesenflächen strukturieren die Parklandschaft. Hinter uns ist das Tal der Ilm. Und diese wilde Wiese, das ist natürlich auch ideal für Mäuse. Und eine Katze kann hier recht gut jagen. Ohne Katze zu sein, jetzt von meiner Körperhöhe her, wäre das wahrscheinlich gerade so ideal, wenn ich mich aufrichte, schaue und eben mittels meines wunderbar ausgeprägten Gehörs Orte, wo befindet sich so etwas, was Geräusche wie Beute macht. Und da würde ich mich anpirschen. Und da habe ich natürlich einen Vorteil in so einem unübersichtlichen Gelände für so einen Kleinnager. Der ist ja noch mal mehrere Etagen kleiner als ich. Ja, der hat viel weniger Überblick. Da komme ich einfach besser ran. Weimar ist die heimliche Katzenhauptstadt Deutschlands. Hier leben 65.000 Menschen und geschätzt 10.000 Katzen. Der Park an der Ilm ist eine künstlich geschaffene Erholungslandschaft, angelegt nach Ideen Goethes im 18. Jahrhundert. Der Dichter entwickelte eine naturnahe Ideallandschaft mit Brücken, Ruinen und einem römischen Haus. Im damals hochmodernen, klassizistischen Stil. Auf dem Universitätsgelände am Park trifft der ortskundige Tierarzt auf seine Kollegin der Verhaltensmedizin. Hallo, Dunja Fiesemusser, hallo. Zusammen stecken sie das Untersuchungsfeld ab. Die Katzen sollen in den kommenden 5 Tagen rund um die Uhr Daten ihrer Erkundungstrips preisgeben. Da ist eine Familie mit 3 Katzen. Okay. Das waren Ernie, Wulli und Henning. Und das Interessante dabei ist jetzt auch, dass die sich gefragt haben, ob der Henning, der ihrer Meinung nach Angst vor Straßen hat, ob der sich zum Beispiel über diese Straße traut und in den Park geht. Das ist der Rudi. Den kenne ich. Das ist der älteste Teilnehmer hier. Der ist 15 Jahre alt, lebt bei einem älteren Ehepaar, lebt jetzt sehr dicht am Park. Und die Halter haben erzählt, dass der das öftere Mal eine Verletzung mit nach Hause bringt. Ja, den sehe ich öfter. Die 2 Katzen, das sind Zora und Lotti. Zora ist die Orangene. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die hier auch in den Park ausweicht. Also die kennen sich bestimmt. Vielleicht nicht persönlich, aber über ihre Pheromone sicherlich. Die haben die bestimmt mal wahrgenommen, ja. In den kommenden Tagen senden 10 Katzen jede Minute ein Positionssignal.
600 Daten pro Stunde, 14.400 pro Tag. In der Untersuchungswoche erreichen die Katzenforscherinnen zehntausende Daten. Die Reviere genau zu studieren, besondere Wege aus den Daten herauszulesen und in Beziehung zu setzen, ist jetzt ihre Aufgabe. Also mich interessiert besonders zu sehen, wie groß ist so ein Revier. Wenn wir jetzt wissen, Weimar hat eine hohe Katzendichte, ist es wahrscheinlich, dass die Reviere kleiner sind, als wenn wir uns irgendeine Bauernhofkatze auf dem Land angucken. Und dann ist auch noch interessant, so im Vergleich zu sehen, zum Beispiel, ob Reviere von Katern deutlich größer sind als die von Katzen. Lotti hat sich am schnellsten an das GPS-Halsband gewöhnt. Sie ist die erste Katze, deren interessantesten Wege die Verhaltensforscherin aus den Daten erarbeiten will. Lotti ist absolut menschenfreundlich, gesellig und zutraulich. Hat keine Scheu, das ist eigentlich das, was sie ausmacht. Also Lotti ist absolut kinderfreundlich. Klar, da muss man schon aufpassen, wenn die Kleine mal zupackt, ne, dass da nichts passiert. So. Aber eigentlich gibt Lotti gute Signale. Ein unmissverständliches Signal, das Lotti mehrmals am Tag gibt, ist die Aufforderung, sie rauszulassen. Schon im Garten beginnt sie, ihr Kernrevier zu markieren. Über Duftdrüsen an Kopf, Wangen und den Pfoten verbreitet sie ganz individuelle Pheromone. Jeder soll wissen, wer hier wohnt. Das würde mich interessieren, was sie so treibt, wenn sie draußen ist und wie weit sie geht. Auf ihrem Weg nimmt Lotti auch die Duftmarken anderer Katzen wahr und erkennt so ihre eigenen Grenzen. Tagsüber macht sie viele kleine, oft ungerichtete Ausflüge rund ums Haus. Ihr weitester Weg führt am ersten Tag der Untersuchung nach Westen. Am ersten Tag des Experiments um 1 Uhr mittags zeigen die Daten einen überraschenden Weg. Die Verhaltenstierärztin analysiert ihn in Lottis Datenkonvolut aus tausenden Zeitpunkten und Positionen. Bei den Katzen Zora und Lotti, die ja in etwa in derselben Region wohnen, hat mich vor allem interessiert, ob die zwei auch, ob die sich kennen und quasi das Revier teilen oder ob vielleicht einer nach da läuft und die andere nach da. Die Rekonstruktion dieses einstündigen Ausflugs aus allen Daten des Tages gibt der Verhaltensforscherin wertvolle Hinweise. Offenbar ist es ein Grenzgang, bei dem sich beide Tiere ausspionieren, ohne sich im Blick haben zu müssen. Sie haben sich in der Nase. Während Lotti mittags zunächst nach Osten schleicht, kehrt sie bald um und geht im Zickzackkurs nach Westen. Offenbar erneuert sie ihre Duftmarken und sucht nach Grenzüberschreitungen anderer Katzen. Genau 12 Stunden später, kurz nach 1 Uhr nachts, unternimmt Zora einen Kontrollgang in Lottis Richtung und erkennt anhand der Duftmarken die Bewegung ihrer Rivalen. Es ist ja auch von Interesse zu gucken, bis wohin kann ich überhaupt gehen? Und wenn ich nur da bleibe, wo keine anderen Markierungen sind, weiß ich ja nicht, ob ich nicht noch vielleicht viel weiter gehen könnte. Zoras Revier hat im Vergleich zu allen anderen Katzen eine Besonderheit. Anhand der Daten lässt sich nicht sofort feststellen, wo genau sie wohnt. Alle anderen Katzen haben einen Konzentrationspunkt, an dem sich unzählige Daten massiv überlagern. Sie hingegen scheint ihr Zuhause und 3 weitere Lieblingsplätze zu haben. Warum? Viel Platz. Freundliche Halter, gutes Futter. Eigentlich sollte es ihr sehr gut gehen. Doch schon aus der Ferne hört sie Unerfreuliches. Ihre ungeliebte Mitbewohnerin ist auf dem Weg nach Hause. Lotte. Na, stopp. Schon Hündin Lotte nur zu hören, löst bei Zora Anspannung aus. Der Hörsinn ist bei der Katze extrem gut ausgebildet. Sie kann die Ohren einzeln ausrichten
Und eine Hauttasche am Rand des Ohres erlaubt ihr präzises Richtungshören. Hündin Lotte ist für die sensible Zora ein Graus. Keine Gefahr, aber Stress pur. Der Hund will ja nur spielen. Aber an das hektische Schwanzwedeln, das Katzen nur bei Aggressionen einsetzen, und an das tollpatschige Bedrängen wird sie sich nie gewöhnen. Zora ist verdrängt. Die Hündin übernimmt das Revier. Als die Zora hier alleine gewohnt hat, war sie die Queen. Er war so überall zu Hause und hat hier über jedes Zimmer geherrscht und hatte diverse Schlafplätze. Und als dann die Lotte kam, war es damit vorbei. Und dann hat sie sich zurückgezogen, so ein bisschen auf die oberen Stockwerke. Und dann haben wir es geschafft, über eine lange, lange Zeit, dass es sowas wie eine, ich nenne das, friedliche Koexistenz gibt. Wir erhoffen uns ein bisschen Aufschluss über die Rätsel, die sie uns aufgibt. Zora bleibt immerhin der Rückzug in ihre Lieblingshecken in den Nachbargärten. Dort sind offensichtlich ihre Ausweichquartiere. Ganz anders ist es bei Rudi, dem Alterspräsidenten der Untersuchung. Der Senior wohnt komfortabel direkt am Park an der Ilm. Die Katze ist ein opportunistischer Jäger. Sie frisst dort, wo sie am leichtesten an Beute herankommt. Früher konnte er sich sämtliche Türen aufmachen. Und da hat er sich dran gehängt und wenn er eben nicht reingekommen ist, hat er mit den Füßen dagegen getreten und dann war er da. Und das kann er nicht mehr. Und das ist auch ganz angenehm, denn das war manchmal etwas erschreckend. Wenn wir einen Krimi gesehen haben und die Katze kam plötzlich rein, geschossen, das war etwas unangenehm. Also er war toneingebend. Der hat alle Katzen gejagt, die hier im Umkreis waren. Also er war stark. Und jetzt ist das nicht mehr so. Und jetzt haben wir zweimal festgestellt, ist er am Schwanz gebissen worden. An Rudi, der ja schon recht alt und nicht mehr ganz so rüstig ist, interessiert mich, wie groß sein Revier noch ist. Ob er noch so ein großes Revier hat wie ein junger Kater, der noch sehr viel rüstiger ist, oder ob er eventuell schon sein Revier eingeschränkt hat, weil er einfach körperlich nicht mehr so in der Lage ist und vielleicht Teile seines Reviers abtreten musste. Rudi läuft tagsüber hauptsächlich durch die Gärten der Nachbarn in die Randzonen des Parks. Im Park ist tagsüber Hochbetrieb. Interessant, aber auch gefährlich. Dass ein Hund in Rudis Revier eindringt, löst den typischen Katzenbuckel aus. Rudi plustert sich auf, geht abwehrbereit auf den Eindringling zu, anstatt zu fliehen. Ein wehrhafter Senior. Das Spannende bei Rudi ist, dass der zwar häufig nur kurze Runden geht, aber dann tatsächlich einmal am Tag eine größere Tour macht, die so etwa eine Dreiviertelstunde bis Stunde dauert, aber da wirklich aufteilt, den einen Tag geht er in den Norden, den anderen Tag geht er in den Süden, den dritten Tag geht er in den Westen, sodass er, obwohl er nicht mehr im Ganzen so viel unterwegs ist, wie andere Katzen das waren, dennoch ein recht großes Revier verwaltet. Ein ungewöhnliches Privileg. Katzen sind die einzigen Haustiere, die sich ganz unabhängig vom Menschen außerhalb des Hauses bewegen wollen und es auch dürfen. Zu Hause angekommen, putzen sich die Tiere oft sofort. Dabei entfernen sie nicht nur Schmutz und kämmen das Fell mit ihrer rauen Zunge, sondern sie nehmen dabei auch neue Gerüche wahr. Das Putzen ist für Katzen gleichzeitig Hygiene, Analyse und Entspannung.
Rudis weiteste Wegstrecken der ersten 3 Tage führen kleeblattförmig vom Haus weg. Es ist ein recht energiesparender Weg, ein großes Revier zu verwalten. Also er ist einfach effizienter als andere Katzen, die jetzt täglich ihre Markierung überall auffrischen, macht er das eben einen Tag hier, einen Tag da, einen Tag dort. Und wenn man das so etwa einmal die Woche auffrischt, reicht es auch. Am südlichen Ende des Parks leben 2 weitere Senioren in einem Haus. Doch Freunde sind sie nicht. Obwohl beide Katzen gleichzeitig in die Familie gekommen sind, führen sie wegen ihrer Prägungen offenbar völlig verschiedene Leben. Die Emily ist unsere Hauskatze. Die haben wir damals bekommen, weil wir halt eine Katze wollten. Und dann kam der kleine Lars dazu. Den haben wir wild in den Hallen, die hier ringsrum sind, gefunden. Der hat sich dann so langsam an uns gewöhnt und hat Vertrauen aufgebaut. Das ist unser kleiner Wildling. Die beiden Katzen gehen sich aus dem Weg, wann immer es geht. Nur auf der Terrasse, wo es Futter gibt, dulden sie sich. Bleiben aber misstrauisch. Also Emily lebt zu 90% mittlerweile im Haus. Sie ist jetzt einfach so alt, dass sie gerne noch drin sich aufhält. Das ist auch ihr Revier. Also wenn der Lars mal drin ist, dann faucht sie und er haut dann auch ab. Andersrum ist es draußen, ist das Lars Revier. Wenn Emmy dazukommt, wird sie weggescheucht. Lars lebt nicht mit der Familie im Haus, sondern im Schuppen nebenan. Viel Zeit und Geduld hat es gebraucht, bis der scheue Findling etwas Vertrauen aufgebaut hat. Noch immer ist er sehr schreckhaft und vorsichtig. Vor Unruhe und Unbekanntem flieht er. Nicht hochgehen, nicht hochgehen. Ganz in der Nähe seines Schuppens stehen verlassene Industriehallen. Dort war er als Jungtier eine unter vielen verwilderten Katzen ohne jeden Kontakt zu Menschen. Ich denke, er ist hier. Also es ist ja sein Revier und sein Revier wird er ab und zu abschreiten und gucken, was gibt es Neues. Hier hat die Familie Lars als verwahrlostes Katzenjunges gefunden. Hierher kehrt er offenbar auch immer wieder zurück. Überraschend, obwohl Lars als Wildfang gilt, ist sein Revier nahezu identisch mit dem seiner Hausrivalen. Auch Lars ist ein Stubenhocker. Die beiden haben das kleinste Revier aller untersuchten Katzen. Doch nutzen sie es zeitversetzt, manchmal nur um wenige Minuten. Mutter von Lars, das war auch so eine wilde Katze. Und die haben wir mal mit einer Wildfalle gefangen, um sie kastrieren zu lassen, damit wir nicht jedes Jahr wieder 10 neue Larsis hier rumlaufen haben. Verwaiste Findlinge, wie jene, die Tierschützer zu Tierarzt Peukert bringen und die erst wieder aufgepäppelt werden müssen. Verwahrlosung führt zu Unterernährung, schweren Krankheiten und oft zum Tod der Säuglinge. Hauskatzen haben sich seit 10.000 Jahren dem Leben der Menschen angepasst. Auf sich allein gestellt ist das Leid unter den verwilderten Tieren groß. Also denen geht's relativ gut. Die sind so nett hier. Aber wenn die dann quasi ganz schrecklich offene Gelenke haben, einen Durchfall, der dass sie einfach nur die Nase zumachen wollen und ich bin viel gewöhnt. Das ist nicht lustig. Manchmal muss man auswählen. Muss man sagen, nein, geht nicht. In 3 Jahren habe ich 300 Tiere jetzt vermittelt. Wir haben also 10 Tiere, die wir gar nicht vermitteln können. Ja, die psychisch oder körperlich nicht vermittelbar sind. Im Leben der jungen Katzen gibt es nur ein kurzes Zeitfenster, das sie für ihr gesamtes weiteres Leben prägt. Von der 2. bis zur 7. Woche, da sollte sie noch bei der Mutter sein. Am besten bis zur 12. Woche. Und da muss sie Menschen kennenlernen.
Alles andere, was jetzt irgendwie in der Scheune gefunden wird oder so, können nette Katzen sein, sind aber so halb verwilderte und werden sich nie irgendwie richtig anpassen. Ja? Die Reproduktionsrate der Katzen ist enorm. Eine Katze kann in wenigen Jahren Ur-Ur-Uroma mit tausenden Nachkommen werden. Peukert ist für die Kastrationspflicht. Ich kenne viele Menschen, die eben sagen, ja, Kastration ist eine Verstümmelung. Aber es kann natürlich nicht sein, dass am Ende solche kleinen Geschöpfe rauskommen, denen es einfach nur Elend geht. Die verbergen sich und wir sehen das einfach nicht. Chronischer Schnupfen, ein Auge erblindet, aber überlebt. Viele Katzenfindlinge, wie Mira, hat Peukert schon gerettet. Sie will jetzt eine neue Besitzerin oder einen Besitzer. Okay, der geht's gut. Und die Katzendichte, die wir zum Beispiel jetzt in Weimar haben, das geht einfach nicht. Die können sich selber nicht ernähren. Dieses romantische Denken, ja, die gehen da raus und alles schön, das funktioniert leider so nicht. Ein gutes Zuhause haben die drei Katzen in der Nähe der Bauhaus-Universität gefunden. Ein Haus mit Garten und fürsorglichen Mitbewohnern. Nur eine Straße trennt das Haus der Katzen vom Park. Aber der Garten hinter dem Haus ist mit dem benachbarten Universitätsgelände so weitläufig, dass die Tiere die Straße meiden könnten. Zumindest hoffen das die Halter. Als Kind hatten wir eine Katze, da habe ich dann gesehen, nachdem dann LKW drüber gerollt ist, wie die Augen so rausguckten. Das ist immer noch da, dieses Bild. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nie wieder. Weil doch automatisch dann Herzblut dranhängt. Und dann ist das plötzlich passiert. Dann gab es Ernie, die ist so ins Leben gefallen. Und dann kam eins zum anderen. Ja. Nach Ernie lief die vierjährige Wulli den Haltern zu und bekam auch bald Nachwuchs. Henning. Ihr zweijähriger Sohn lebt inzwischen auch bei der Familie. Die Katzen mussten sich in Haus und Garten aneinander gewöhnen. Das ist zunehmend auch so eine Koalition und eine Koexistenz auch. Also, dass die sich da schon irgendwo, ohne jetzt noch große Kämpfe austragen zu müssen, einigen können. Also, man duldet sich und man geht sich dann auch aus dem Weg. Ganz unbekannt ist aber, was die drei Katzen tun, wenn sie nicht mehr in Sichtweite ihrer Halter sind. Und ungewöhnlich ist, wie anhänglich die Tiere sind. Ausflüge der Halter ins nahegelegene Bauhauscafé werden grundsätzlich observiert. Ich werde verfolgt. Das ist noch ein Teil des Katzenreviers, also das kennen Sie hier. Und wir gehen hier auch oft lang, klar. Ist ja direkt in unserer Nachbarschaft. Also wenn ich nicht aufpasse, meistens will ich es nicht, kommt mir die Ernie hinterher und lässt sich auch nur schwer abschütteln. Sie ist sehr, sehr klettig. Und die Wulli schließt sich manchmal an und hat dann aber nicht das Durchhaltevermögen, an uns dran zu bleiben. Also die biegt dann irgendwann wieder ab. Ich nehme mal an, weil vielleicht ihr Revier zu Ende ist. Und unser Kater ist bislang noch nicht mitgekommen. Da waren wir auch ganz froh, weil wir wollten den auch langsam an die Straße gewöhnen und wollen, dass er eher vorsichtig bleibt. Weil der, ja, weiß nicht, manchmal sind Kater ja so ein bisschen dümmlich. Und also ich habe es oft erlebt, dass Kater überfahren werden. Bei Wulli, Henning und Ernie ist tatsächlich spannend zu gucken, ob die drei Katzen, die ja zusammen leben, sich auch außerhalb des Hauses begegnen oder ob die, wie so oft, im Haus zusammen sind und dann draußen völlig verschiedener Wege gehen. Das Bauhausgelände um das Café ist ein riesiger Abenteuerspielplatz. Im Gegensatz zu allen anderen Katzen zeigt sich hier in den GPS-Daten, dass die Katzen täglich, immer wieder für kurze Zeit, auch alle zusammen unterwegs sind. Und das, obwohl sie sich nicht sehr mögen. Die Grenzen zwischen bloßem Spiel und Kampf um Rang und Status verschwimmen hier. Das Interessante dabei ist, dass die drei, Wulli, Ernie und Henning, tatsächlich sich zeitgleich in einem sehr engen
Bereich aufhalten und sich da zumindest dulden. Die Straße vor ihrem Haus ist stark befahren. Eine lebensgefährliche Asphaltschneise zum Park. Katzen fällt es schwer, die Geschwindigkeiten der Autos einzuschätzen. Doch sie können lernen, mit all ihren Sinnen die rollende Gefahr zu meistern. Viele Familien haben ja natürlich Katzen, ganz klar. Und wenn die Straße queren müssen, gerade morgens und abends, dann wird es gefährlich. Und so ein Verkehr, Autos, Fahrräder, sind natürlich eine ganz andere Etage. Das ist das eine. Und dann gibt es wie bei Menschen kluge Katzen. Manche sind nicht so klug, aufmerksame Katzen, manche sind nicht so aufmerksam. Ich kenne aber auch Katzen, die schauen wirklich nach rechts und links. Und erst dann wird über die Straße gegangen. Und die werden meistens sehr alt. Der Park lockt die Katzen über die Straße. Mäuse, Ratten, Eidechsen und Vögel im Überfluss. Ein Paradies für Katzen. Jagdspiele und tatsächliche Mäusejagd vermischen sich. Der Mitbewohner kann auch mal Jagdobjekt sein. Doch die Beute der Katzen ist klein. Deshalb jagen Katzen nie in der Gruppe, sondern immer alleine. Eine Maus macht nur eine Katze satt. Die Wege von Ernie und Wulli trennen sich im Park. Doch die Verhaltensforscherin bleibt ihnen auf den Fersen. Bei den drei Katzen, Ernie, Wulli, Henning, insbesondere Henning, hat mich natürlich interessiert, ob sie die Straße kreuzen, weil die Besitzer gerade beim Henning gesagt haben, der hat Angst vor Straßen und sie sind sich nicht sicher, ob er sich darüber traut. Wenn ich mir dann die Daten angucke, sehe ich, dass tatsächlich alle drei Katzen meist sogar mehrmals am Tag diese große Straße kreuzen und in den Park laufen. Der 50 Hektar große Park ist sehr abwechslungsreich. Unregelmäßig angelegte Wiesen, Beete und Bäume. Für den Menschen eine Landschaft zur Erholung. Für die Katze ein unwiderstehliches Jagdgebiet. Katzen sind Schleichjäger. Sie riechen, tasten, hören ihre Beute, lauern ihr auf, um sie zu überraschen und mit einem kräftigen Sprung zu überwältigen. Am Rande des Parks ist das Haus, in dem Franz Liszt viele Jahre wohnte. Hierhin zieht es Ernie immer wieder. Der kleine Garten mit unzähligen Verstecken ist für Katzen ideal, um Beute zu schlagen. Von den vielen Besuchern lässt sich Ernie nicht beirren. Die GPS-Daten zeigen, Ernie quert die Straße besonders häufig. Sie hört und sieht die Blechkarossen nicht nur, sondern ortet sie zusätzlich mit den sensiblen Ballen ihrer Pfoten. Die Hauskatze ist natürlich an den Menschen adaptiert. Nicht so stark wie die Hunde, aber sie ist sehr wohl adaptiert. Und die braucht sich ihre Nahrung nicht mehr zu erjagen. Denn der Dosenöffner gibt ihr genügend. Und eine Hauskatze, die hat pro Kilogramm so einen Energiebedarf von 40 Kilokalorien. Das ist nicht allzu viel. Und das wird gut abgedeckt mit so einem Tütchen Futter. Sie hat aber einen Jagdinstinkt, der immer wieder durchbricht. Katzen, die möchten natürlich dieses Anschleichen, dieses Anpirschen. Die möchten, dass sich das versteckt, dass sich das bewegt. Abschluss der Jagd ist für eine Katze, die eigentlich nicht hungrig ist,
Tja, eher ruck und zuck und das war's. Oh. Aber alles andere, was davor kommt, das ist spannend. Das macht Spaß. Da muss ich meine Sinne anstrengen. Da muss ich denken, da muss ich geistig und körperlich aktiv sein. Das mögen die. Die Katze wirkt auf Menschen über das Kindchenschema. Große Augen, Stupsnase, rundes Gesicht, niedlich. Doch in ihr steckt ein Raubtier. Ein effizienter, schnellkräftiger Sprinter, der Beute machen will. Die wenig schmackhaften Spitzmäuse geben Katzen sehr gerne an ihre Halter weiter. Offenbar glauben sie, dass ihre Mitbewohner noch nicht gut genug jagen können. Um Futter geht es auch immer im Neubaugebiet östlich des Parks. Klaus Wölkchen kennt sich hier gut aus. Auch er ist auf täglichem Beutezug. Allerdings in einer Variante. In diesem Viertel ist die Katzendichte sehr hoch. In vielen der modernen Einfamilienhäuser leben Katzen. Naja, der ist eben wirklich sehr zutraulich und deswegen geht er natürlich auch gerne mal zu anderen Leuten hin. Vor allen Dingen, wenn es dort was zu fressen gibt. Ja, die Leute mögen ihn einfach. Es ist manchmal nicht ganz so schön, wenn man nicht weiß, wo er ist, wenn er dann doch mal tagelang auch nicht zurückkommt. Also ich vermute, dass er dann irgendwo drin ist, an vielleicht ein, zwei Häuser weiter. Lisa allein zu Haus. Langweilt sich. Sucht nach Unterhaltung und wäre jetzt viel lieber draußen. Schnorren ist Klaus Wölkchens Spezialgebiet. Als klassische Besucherkatze hat er eine tägliche Routine. Der beliebte Kater weiß, wo es das beste Futter gibt. Alles, was klein ist und sich schnell bewegt, reizt Lisas Sinne. Die hohe Katzendichte engt die Reviere der einzelnen Katzen deutlich ein. Schon im Nachbarsgarten hat oft ein anderer das Sagen. Doch die Futterschalen der Rivalen sind unwiderstehlich. Über Grenzziehungen muss immer wieder neu verhandelt werden. Die Hauskatze stammt von Wüstentieren ab. Sie trinkt wenig. Mit den scharfen Papillen ihrer schnellen Zunge schafft sie eine Wassersäule, an der sie wie an einem Brunnen trinkt. Klaus Wölkchen gibt nicht auf. In seinem kleinen Revier ist er ständig auf Gebietsgewinn aus. Besuche in der Nachbarschaft nicht ausgeschlossen. Die neugierigen Katzen untersuchen genau, wie weit sie gehen können. Eine hohe Katzendichte kann enorm sozialen Stress bedeuten für die Katze. Viele Leute glauben, ich kaufe mir eine Katze, ich habe einen Garten. Die Katze kann ja zumindest meinen Garten nutzen, muss aber nicht sein. Vielleicht ist der Garten schon von einer anderen Katze besetzt und dann traut sich die Katze auch da nicht rein. Gerade wenn man neu ist, muss man sich erstmal irgendwo positionieren und eventuell durchsetzen gegen andere. Das ist viel Stress. Und auch wenn man dann das eigene Revier hat, muss man das aufrechterhalten. Da kann man sich's auch nicht erlauben, mal 3 Wochen krank auszufallen und zu Hause zu sein, weil dann ist gleich jemand anders da. Futterhoheit ist das, was die dominante Katze in ihrem Gebiet erreichen will. Dem Chef gehört alles. Doch mit Angriffen der Youngsters ist immer zu rechnen. Um jeden Meter wird gestritten. Jeder verteidigt hier sein kleines Revier und versucht es ständig zu erweitern. Wer letztlich das Sagen hat, entscheiden Katzen meistens mit Drohgebärden auf Distanz.
Nur selten lassen sie sich auf schmerzhafte Kämpfe ein. Der Schwächere gibt nach. Erst dann, wenn sich die Dämmerung über die Stadt legt und das Leben zur Ruhe kommt, erreichen die Aktivitätsmuster der Katzen ihr Maximum. Lotti geht auf große Tour. Die Katze, die tagsüber nur kurze Strecken zurücklegt, wird jetzt unternehmungslustig. In der Zeit des Sonnenuntergangs bewegt sie sich im Durchschnitt schneller und häufiger als zu anderen Tageszeiten. Auch sie quert jetzt die große Straße am Park und läuft durchs hohe Gras auf die Ilm in der Mitte des Parks zu. Kurze Zeit später verlässt auch Rudi das Haus. In der Dämmerung verschafft ihr Sehsinn der Katze einen Vorteil. Sie öffnet die schlitzförmigen Pupillen und braucht nur ein Sechstel der Lichtmenge, die ein Mensch benötigt, um ein Bild noch zu sehen. Die Farbe Rot sieht die Katze nicht. Dagegen ist Blau die Farbe, die sie in vielen Nuancen wahrnehmen kann. Alle Sinne sind geschärft. Jetzt wird die Katze zum überlegenen Jäger. Die alte Schaukelbrücke an der Ilm ist in dieser Nacht zufällig Schauplatz eines Grenzstreits. Von Osten läuft Rudi an, aus dem Westen kommt Lotti. Eine ungewollte und für beide Katzen unangenehme Begegnung. Nur der Fluss trennt sie noch. Sie belauern sich auf Distanz. Keiner traut sich über die Brücke auf die andere Seite. In dieser Nacht unternimmt Rudi einen seiner hocheffizienten Ausflüge. Diesmal mitten hinein in den Park. Der Fluss ist eine natürliche Grenze, deren Überschreitung lockt. Aber keine der Katzen traut sich den Übertritt und damit den Angriff zu. Die Gefahr, als Verlierer aus dem Konflikt hervorzugehen, ist beiden zu hoch. Remy. Die beiden Katzen respektieren, zumindest für heute Nacht, das Revier des anderen. Alle untersuchten Katzen kehren nachts immer wieder nach Hause zurück. Sie haben ihren Lebensrhythmus dem der tagaktiven Menschen zumindest teilweise angepasst. Die Daten zeigen, Lotti ist vorsichtiger als andere Katzen. Sie quert nur in der Dämmerung die vielbefahrene Straße in Rudis Richtung. Ihre Reviergrenze im Westen wird von Zora, die im Osten von Rudi bestimmt. Lottis Spuren im Park sind noch ganz frisch. Da wagt Rudi bereits am nächsten Tag die Überquerung der alten Schaukelbrücke. Er prüft die Pheromone der Rivalen auf Status und Anspruch. Lotti ist nun herausgefordert. Die drei Katzen im Nordwesten des Parks treffen sich auch heute Nacht auf dem Universitätsgelände und sitzen dort für kurze Zeit ganz friedlich beisammen. Jetzt, in der Zeit der Katzen, schätzen die Einzelgänger die Gesellschaft ihrer Artgenossen. Ein mysteriöses Phänomen, das immer wieder beobachtet wird, für das Wissenschaftler aber noch keine Erklärung gefunden haben.
Nach einer halben Stunde trennen sich die Tiere. Einer schlägt ganz besondere Wege ein. Henning eilt in den Park zum Listhaus, über eine Brücke Richtung Goethes Gartenhaus und in weitem Bogen über eine andere Brücke zurück nach Hause. Der Ausflug dauert eine Stunde. Fast in jeder Nacht der Untersuchung läuft Henning, von dem die Halter glauben, dass er nur ein kleines Revier hat, in schnellem Tempo kilometerweit, kreuzt dabei viele Straßen und ruht sich erst dann im Garten wieder aus. Der Henning hat von allen Katzen, die untersucht wurden, das größte Revier, das sich in alle Himmelsrichtungen ausbreitet, aber eben auch sehr stark in den Park hineinreicht. Hennings Revier ist 5-mal größer als das seiner Mitbewohnerinnen. Er ist mit 2 Jahren der jüngste in der Untersuchungsgruppe. Die Daten zeigen eindeutig, Kater und Jungtiere haben einen viel größeren Aktionsradius als Weibchen und ältere Katzen. Vermutlich hatte auch Rudi früher ein noch größeres Revier. Am Ende der Untersuchungswoche treffen sich einige Katzenhalter in Rudis Garten. Tierarzt Axel Peukert will sie mit den ersten Ergebnissen der Woche konfrontieren. Mal schauen, was die Lotti macht den ganzen lieben langen Tag. Lotti hat offensichtlich ein Riesengebiet. Es ist unglaublich. Quert täglich die Belvedere Allee. Das gibt's nicht. Ja, und dann geht die hier durch den Park. Sie quert offensichtlich auch Wahnsinn, die Straße. Ja, eben. So, also. Tja, und es wird aber noch besser. Das reicht doch schon. Oh, da überschneiden sie sich, die Gebiete. Moment. Aha. Das ist jetzt. Das ist Rudis Revier. Etwas kleiner. Genau. Vielleicht auch und schon hier haben wir ja die Ilm dazwischen. Ja. Ja. Hier unser wunderschöner Park. Und da müsste das hier unser Haus sein. Ja, das ist das Haus hier. Genau. Und dann geht er hier hoch. Na, Rudi. Also, das ist Emilys Radius. So, und das hier ist dann Lars. Der geht immer zu anderen Zeiten, also die wechseln sich ab, gehen sich sozusagen aus dem Weg. Man hat aber fast komplett dasselbe Gebiet. Der wird genau das ablaufen. Der wird gucken und sagen, ach, was macht die da? Einige Punkte wundern mich doch, dass sie dann doch weitergehen, als ich gedacht hätte. Das habe ich gehofft, dass sie nicht so oft über die Straße gehen vor unserer Tür. Machen sie aber auch. Und dann, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass der Lars sich so wahrscheinlich in sein Geburtsgebiet zurückzieht, in diesen Hallen, wo er wahrscheinlich geboren ist. Also ich bin sehr überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet, was ich da gesehen habe. Ich habe wirklich so ihren kleinen Radius zugetraut, so in die Gärten in der Nachbarschaft. Aber dass sie wirklich so weit geht, das hätte ich nie gedacht. Also ich bin auch richtig, ich hatte richtig Herzrasen. Ja. Ich bin richtig aufgeregt, dass sie über die Hauptstraße geht und dass sie wirklich da so richtig aktiv rumstromert. Wenn wir in die Stadt gehen, dann setzt sie sich immer oben an den Hang und jammert uns nach, dass wir ein schlechtes Gewissen kriegen. Aber dass er diesen Weg selber lang geht, an der Ilm dann auch, oder bis hoch, kurz vor die Bodelschwingstraße, das hat mich schon überrascht. Also ich finde das hochgradig interessant, den Tierhaltern sagen zu können, ja, es kann ein ganz großes Revier sein, kann ein kleines Revier sein. Ich hatte mit Frau Thiessen-Mussa das schon so ein bisschen ausgewertet. Da gibt es nicht viele Daten. Ich denke mal, für die Ethologen und wir Tierärzte müssen zwangsläufig auch Ethologe sein, total spannend. Also das ist auch, ich denke schon, ein richtiger Wissensgewinn. Nur 10 Katzen haben in 5 Tagen ein fast unüberschaubares Gewirr an Spuren hinterlassen. Alle Weimarer Katzen zusammen haben wahrscheinlich längst jeden Quadratmeter der Stadt unter sich aufgeteilt. Doch der Stadtplan der Katzen ist ein ganz anderer als der der Menschen. Für mich war sehr interessant zu sehen, wie die Katzen sich tatsächlich bewegen. Insbesondere auch im Vergleich zu den
Erwartungen und Annahmen und Beschreibungen der Halter, die ja teilweise sehr unterschiedlich waren. Interessant wäre es jetzt, das Ganze nicht nur stichprobenartig über ein paar Tage zu machen, sondern um das Ganze repräsentativer zu gestalten, möglichst ganz Weimar. Ganz Weimar alle Katzen zu monitoren und das Ganze nicht nur für 5 Tage, sondern über ein Jahr oder länger. Bei Katzen ist das alles noch in den Kinderschuhen. Also da werden wir in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten bestimmt noch viel erfahren, was uns jetzt noch unbekannt ist. Also ich bin ja der Meinung, dass Tiere einen Charakter, eine Seele haben. Und so wie wir ja sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, sehr unterschiedliche Leben, so machen das auch die Katzen. Das ist einfach so. Und die sind auch in ihrem Charakter, vom Phlegmatiker bis zum Narzissten, da ist, glaube ich, alles dabei.